Merkwürdige Klamotten. Merkwürdige Frisuren. Die Frisur hat mich fixiert, so wie Tina Turner, so wie die Vogel nicht auf dem Kopf. Und ganz viel Gefühl. Mein Herz ist geblutet. Ich liebe meinen Bauer. Das alles und noch viel mehr gab es in einer Bauersuchtfrau-Sonderausgabe, weil seit langer, langer Zeit endlich mal wieder Narumol und Josef gezeigt wurden. Und weil das nicht nur sehr unterhaltsam, sondern auch noch sehr emotional war, zeige ich dir jetzt die schönsten Szenen davon und werde sie natürlich auch wieder kommentieren, parodieren und analysieren. Jetzt geht los mit Prinzessin treffen. Gut, ich glaube, die erste Frage, die wir jetzt mal klären müssen, ist, warum wurde Narumol eigentlich an den Königshof eingeladen? Narumol wurde von der thailändischen Prinzessin Sirinthorn zu einer persönlichen Audienz eingeladen. Ja, wobei Narumol streng genommen eigentlich nicht von der Prinzessin selbst eingeladen wurde, sondern von jemand anders, aber das erklärt sie euch jetzt am besten mal selbst. Eine Kulturpräsidentin von der Hofdame, von der Prinzessin hat mich eingeladen. Warte mal, also es gibt eine Prinzessin, die hat eine Hofdame und die wiederum hat eine Kulturpräsidentin und die guckt deutsches Fernsehen? Wow. Aber wie auch immer, jedenfalls ist das Ganze für Narumol eine wirklich große Ehre. Wenn jemand mit Königsfamilie trifft, da ist große Ehre für Familie. Da trifft man nicht jeder, muss man legt die Glückvogel haben. Ja, und dieser Glückvogel, schönes Wort übrigens, hat sich bei Narumol auch so gezeigt, dass sie vor kurzem bei einem Papaya-Salat-Wettbewerb gewonnen hat. Und ja, das gibt es scheinbar wirklich. Und um Inka und den Zuschauern das auch gleich nochmal zu beweisen, hat Narumol ihren Gewinnersalat gleich nochmal zubereitet. Wobei es bei Josef so wirkte, als hätte er das Ding vorher noch nie gesehen. Aha. Ist der heiß oder was? Nein, die ist ein normaler Salat. Ach so. Und dann wurde es zum ersten Mal in dieser Sonderfolge von Bauersuchtfrau wirklich sehr emotional, denn die gemeinsame Tochter von Josef und Narumol hat ein paar Babykätzchen vorbeigebracht. Und selbst ich als Hund muss sagen, die waren wirklich ziemlich niedlich. Schau. Oh, Kätzchen, Babykätzchen. Och, sind die süß. Ja, und dann ging es für Narumol, Josef und ihre Kinder auch schon direkt nach Thailand. Wobei die Tochter eher so geschaut hat, als müsste sie gleich noch eine Mathearbeit schreiben. Hier soll die Familie von Narumols Cousine Pansy abgeholt werden. Ja, und zu ihrer Cousine hat Narumol offensichtlich auch ein ganz besonderes Verhältnis. Denn die beiden sind sich offensichtlich wirklich sehr, sehr nah. Mit meiner Cousine, wir sind von klein schon zusammengewachsen. Aber jedenfalls freut sich Narumol nicht nur darüber sehr, sondern auch überhaupt jetzt endlich wieder in ihre alten Heimat zu sein. Und falls ihr euch übrigens auch fragen solltet, warum Narumol manchmal Untertitel bekommt und manchmal einfach nicht. Ich hab auch keine Ahnung. Ich bin in meiner Geburtsland. Ich freue mich riesig. Thailand ist das schönste Land für mich überhaupt. Als die Familie dann schließlich bei der Cousine zu Hause angekommen ist, wollen sie eigentlich an dem Abend noch irgendwas Cooles unternehmen. Allerdings fühlt sich Narumol dann nicht mehr dazu in der Lage, wegen der Schlappnigkeit. Aber jetzt, ich bin so müde von Langeleise. Die Schlapplichkeit macht mich fertig. Das ist übrigens auch schon wieder ein echt cooles Wort. Irgendwie mag ich Narumols Kauderwelsch. Am nächsten Morgen hat sie dann übrigens wirklich sehr, sehr gut geschlafen. Ihr Mann Josef hat allerdings ein kleines Problem. In der Früh mag ich eigentlich richtiges Frühstück. Butter, Marmelade, vielleicht auch mal ein bisschen Speck. Eier. Ja, und beim typisch thailändischen Frühstück gibt es dann absolut nichts davon. Und der Reiseintopf sieht ehrlich gesagt so aus, als wäre er schon mal gegessen worden. In Thailand isst man zu jeder Tageszeit Reis. Morgens zum Beispiel als warmen Eintopf. Außerdem gibt es Patonko. Das sind leicht salzige Krapfen. Dann beginnt aber endlich das Programm dieses ersten Tages in Thailand. Und Narumol hat schon ganz konkrete Pläne. Ich fahre los mit Jenny Stopp kaufen bei Chinatown. Dorf kaufen in Chinatown. So fangen sonst eher amerikanische Drogenfilme an, oder? Und was macht Josef eigentlich währenddessen? Ein Satz beginnt immer mit einem großen Buchstaben. Denke an das Satzzeichen am Ende. Ah, der hilft also der Jüngsten bei den Hausaufgaben. Und das auch wirklich ziemlich gut und geduldig, finde ich. Beide Daumen nach oben. Nicht wandert, sondern wandert. So wie es da steht, musst du es hinschreiben. Okay, verstehe. Und Narumol hat währenddessen einen passenden Stoffladen gefunden, nur irgendwie gibt's da keine Angestellten. Da. Keiner da. Ja, aber irgendwann haben Narumol und ihre Tochter Jenny dann doch noch einen Verkäufer gefunden. Jenny spricht ein bisschen darüber, was es ihr eigentlich bedeutet, Zeit mit ihrer Mutter zu verbringen. Und das hat sie, wie ich finde, wirklich schön formuliert. Ich finde es immer sehr schön, was mit meiner Mutter zu machen. Ich wohne ja nicht mehr zu Hause, deswegen ist die Zeit umso kostbarer mit ihr, die ich mit ihr verbringen darf. Und ich berate sie natürlich auch gerne. Danach wurde es dann aber gleich noch gefühlvoller, denn später am Tag besuchte Narumol mit Josef zusammen noch ihren Vater, den sie schon wieder seit einigen Jahren nicht mehr gesehen hat. Respektvoll möchte Josef seinen Schwiegervater auf Thai begrüßen. Grüß dich.
Ja, und auch wenn ich mir jetzt unsicher bin, ob Grüß dich wirklich die typische thailändische Begrüßung ist, kann man Narumuls Freude über das Wiedersehen, glaube ich, mehr als verstehen. Ich habe mein Papa getroffen. Ich habe gedacht, ist das schöner Tag in meinem Leben überhaupt. Ich bin so glücklich. Und als ihr Vater ihr dann auch noch sagt, dass er wirklich sehr stolz darauf ist, dass sie jetzt die Prinzessin besuchen darf, und das auch scheinbar irgendwie das erste Mal war, dass er überhaupt davon gesprochen hat, stolz auf seine Tochter zu sein, brechen bei Narumul alle Dämme. Und damit war es mit dem krassen Wiedersehen auch keinesfalls schon vorbei. Nein, Narumul besuchte auch noch ihren ältesten Sohn Jack, der nicht nur ein wirklich krass gutes Deutsch spricht, sondern sich auch sehr darüber freute. Wenn sie das gesagt hat, dass sie einen Tag vor meinem Geburtstag kommen, das ist schon eigentlich das größte Geschenk. Und wie zu jedem guten Geburtstag gehören dazu natürlich auch Geschenke. Und davon bekam Jack gleich eine ganze Menge. Zum Beispiel das hier. Große, kleine. Oder das. Klassische Wurst. Und als absolutes Highlight... Salami und Salami. Salami mit Salami. Das ist ja richtige Haute Cuisine. Danach ging es dann für die mittlerweile ja sogar schon fünfköpfige Familie in einen Tempel zum gemeinsamen Gebet. Und als Josef dann gefragt wurde, wie er das eigentlich empfindet mit dem anderen Glauben in Thailand, sagte er schon wieder etwas sehr Bemerkenswertes. Das meine ich jetzt auch ganz ausdrücklich ohne jede Ironie. Die thailändische Kultur ist so ähnlich wie die deutsche. Es hatte jeder vielleicht seine eigenen Rituale, aber im Endeffekt könnte man in der Spitze oben wieder alle gemeinsam zusammen. Und danach ging es dann für alle noch an den Strand, wo in der heißen Sonne leckere Torte gegessen wurde. Und oh Mann, ich bin etwas neidisch. Wir haben dich lieb. Ja, das kann ich nicht beschreiben, wie glücklich das war. Danach rückte dann allerdings langsam wirklich das Treffen mit der Prinzessin näher und näher. Und nicht nur für Narumul, sondern auch für Josef war die Wahl der richtigen Kleidung dann durchaus von Bedeutung. Und ich bin eigentlich der Mensch, wenn man der Öffentlichkeit auftritt, dass man immer das Beste und das Bestmögliche gibt. Ja, und dann war ich wirklich überrascht. Denn als ich hörte, dass Josef irgendwas lilafarbenes Hautenges anziehen soll, dachte ich erstmal, das sieht doch bestimmt schrecklich aus. Aber eigentlich stand es ihm echt gut. Schön, ne? Ja, schön. Und auch Narumul und Tochter Jenny bekamen dann noch den passenden Zwirn an. Und wer jetzt gehofft hat, dass ich mich darüber irgendwie lustig machen könnte? Nö, das stand den beiden auch ziemlich gut. Ja, sieht sehr hübsch aus. Ja, morgen, ne? Dann gab es für Jack noch eine wirklich schöne Überraschung. Du fliegst mit uns zum Prinzessin besuchen. Und dann war auch schon fast der große Moment gekommen. Vorher musste die Familie allerdings noch einige höfische Rituale kennenlernen. Und unter anderem 30 Mal üben, wie man überhaupt einen richtigen Knicks macht. Noch einmal. 1, 2, 3. Dann gab es noch ein Foto mit wunderschöner Narumul-Einleitung. Ameise Scheiße. Und dann ging es auch schon an die allerletzten Vorbereitungen. Eine besonders große Herausforderung war dabei scheinbar Narumuls Frisur. Die Frisur hat mich frisiert, so wie Tina Turner, so wie die Vogel auf dem Kopf. So, und an dieser Stelle habe ich jetzt mal eine kleine Herausforderung an dich. Ich spiele den Clip gleich nochmal ab und du versuchst mal das, was Narumul gerade gesagt hat, in möglichst passendem Narumul-Deutsch unten in die Kommentare zu schreiben. Okay, bereit? Die Frisur hat mich frisiert, so wie Tina Turner, so wie die Vogel auf dem Kopf. Danach wurde dann natürlich auch noch Josef zurechtgemacht und bekam ein bisschen Make-up aufgelegt. Ich meine natürlich, er wurde zu betoniert. Hat du ganz schön betoniert, wa? So wie Kaputtenstraße. Ja, dass ich schöner schaue. Du wolltest auch haben, dass ich schöner Mann bin. Und dann war es endlich soweit und die Familie durfte zum Empfang mit der Prinzessin, die ich mir übrigens die ganze Zeit unterbewusst irgendwie als junge Schönheit vorgestellt habe, die dann aber irgendwie eher so aussah wie eine nette alte Dame, die wahrscheinlich einen wirklich guten Schokoladenkuchen backen kann. Heute, das war die schönste und geehrt von meiner Familie und geehrte von Deutschland. Und nicht nur für Narumul war das ein wundervoller und unvergesslicher Tag. Nein, auch Josef schien es wirklich gut gefallen zu haben und er fand sogar schon wieder die richtigen Worte dafür. Ha. Das war eigentlich so direkt der richtige, erlebnisreichste Moment im Leben. Die Prinzessin steht vor dir, ich habe genickt. Und das war es dann tatsächlich auch schon fast mit der Folge. Ganz am Ende hat es RTL sich aber nicht nehmen lassen, Narumul und Josef nochmal für die Kamera zu holen. Für ein klassisches Bauernsprichwort, so wie man es aus den ersten Staffeln noch kennt. Die Tiere sind versorgt. Sind versorgt im Stall die Tiere, streckt der Bauer alle Viere.
Gut, dann hoffe ich natürlich, dieses Video hat dir wieder ein bisschen Spaß gemacht. Diesmal habe ich es ja mal nicht ganz so komödiantisch aufgezogen, weil ich Narumol und Josef auch relativ mag. Aber magst du das eigentlich und soll ich vielleicht sogar häufiger mal solche Videos machen? Oder soll ich lieber ausschließlich bei meinem typischen bissigen Sarkasmus bleiben? Schreib mir doch auch das einfach gerne in die Kommentare, dann habe ich schon mal ein ungefähres Meinungsbild. Und du musst natürlich noch unbedingt den Kanal abonnieren, denn sonst kriegst du die nächsten 3 Wochen nur noch ein einziges Essen serviert, nämlich Salami mit Salami. Gut, also da oben findest du natürlich wieder ein Video, das der YouTube-Algorithmus nur für dich ausgewählt hat. Da unten sind alle meine bisherigen Videos zu Bauer sucht Frau. Und am nächsten Montag geht da übrigens auch wieder die normale, nicht internationale Staffel weiter. Die werde ich mir natürlich auch noch vornehmen. Tschüss.